Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play The Bus. Ja, es ist mal wieder eine neue Linie erschienen, und zwar die Linie 245. Diese schauen wir uns in diesem Video natürlich auch an. Das Ganze mit dem E-Zitaro nochmal. Den E-Zitaro haben wir uns ja schon mal angeschaut. Ich habe diesmal ein kleines Repaint installiert, was uns auch den Mercedes-Stern sowie das Berlin-Logo und weitere Icons auf den Bus bringt. Genau, das ist quasi unser heutiger Bus auf dieser neuen Linie. Den Bus kennen wir ja wie gesagt schon. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt direkt mal hin. Seitdem ich das letzte Mal ein Video zu The Bus gemacht habe, gab es einige Updates, dementsprechend auch viele Neuerungen, die wir uns heute alle anschauen werden. Vorher würde ich sagen, machen wir die Türen hier einmal zu und werden dann einmal losfahren. Ja, es ist ja jetzt schon wieder etwas länger her, leider, seitdem ich ein Video gebracht habe, und zwar knapp 2 Wochen, wenn nicht sogar etwas länger. Ja, das lag unter anderem daran, dass ich einfach, tatsächlich relativ viel um die Ohren hatte. Ja, jetzt habe ich hier gerade nochmal die Zeit gefunden, für euch ein Video aufzunehmen. Es ist jetzt bei mir 22.40 Uhr, also schon etwas später, aber das ist auch okay. So, wir biegen jetzt hier. So, wir biegen jetzt hier einmal rechts ab. Ja, das ist die erste Linie in dem Spiel hier, die hier abbiegt. Aber gut. Generell, der Linienweg, den wir hier heute sehen werden, ist ja natürlich komplett neu. Wir befahren teilweise auch Areale auf der Karte. Hallo. Moin. Irgendwie wirken die Stimmen gerade ziemlich laut. Naja, wir befahren hier teilweise jetzt auch Areale auf der Karte, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das wird natürlich dann nochmal, ich sag mal, extra interessant. Aber ja. Ja, ihr seht es vielleicht schon, eine weitere Neuerung sind hier diese Props, die hier in dem vorne bei mir quasi sind. Wir haben hier unter anderem eine Kaffeekanne oder eine Kaffeeflasche, so eine Thermosflasche, genau. Ein Navigationsgerät und hier noch einen kleinen Marker. Das ist neu, und zwar, wenn ihr in The Bus in die Fahrzeugauswahl geht, dann habt ihr oben rechts so einen kleinen Reiter, und da könnt ihr die Fahrzeug-Customization quasi auswählen. Ja, und dann werdet ihr quasi hier vorne reingesetzt. Und dann habt ihr hier so kleine Punkte, die ihr anklicken könnt und dann Objekte auswählen könnt. Ja, und ich habe mir jetzt hier quasi mal so ein paar Objekte reingepackt, unter anderem halt diesen Marker dort unten rechts, diese Thermosflasche hier links und links auf dem Dash quasi dieses Navigationsgerät, womit ich dann auch das Head-Up-Display ablöse. Da allerdings nochmal zur Info, oder genauer gesagt zur Transparenz quasi. Huch, die Tür wollte ich nicht zumachen, warte mal. So, dieses... Hi. Warum sind die Stimmen so laut? Dieses Navigationsgerät ist standardmäßig nicht im Spiel enthalten, sondern muss sich im Steam Workshop heruntergeladen werden. So. Ja, dann nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, warum jetzt so lange hier Stille auf dem Kanal geherrscht hat für 2 Wochen. Ich habe es gerade eben schon einmal betont. Ich hatte, wie gesagt, viel um die Ohren und nehme jetzt erstmal. Ja, jetzt erstmal wieder ein Video für euch auf. Es lag allerdings auch daran, dass ich halt eigentlich, ich sag mal, Simulationen aufnehmen wollte, die jetzt was mit der Straße zu tun haben. Also damit meine ich halt zum Beispiel Sachen wie OMSI oder jetzt zum Beispiel hier auch The Bus. Das ging allerdings nicht, da tatsächlich mein Lenkrad kaputt gegangen ist. Ich besitze ja das Logitech G27. Ja, und damit das wirklich funktioniert, müssen dort relativ viele Kabel angeschlossen werden. Und eins dieser Kabel war tatsächlich kaputt. Und zwar das Netzteil, also die Hauptstromversorgung quasi. Wodurch das Lenkrad zwar erkannt wurde auf dem PC, allerdings nicht mehr kalibriert hat und ja, das ganze Force Feedback quasi weg war. Es war eine relativ. Warte mal. Es war ein bisschen eine seltsame
Situation, zumal ich erstmal rausfinden musste, warum das Lenkrad nicht mehr funktioniert, bis ich dann schlussendlich darauf gekommen bin, dass es ja das Netzteil sein könnte. Darauf gekommen bin ich, weil ich vor diesem Lenkrad, also vor dem G27, hatte ich das Logitech Driving Force GT. Und dieses Lenkrad hatte den gleichen Fehler, da ist mir auch mal das Netzteil kaputt gegangen. Dementsprechend scheint das wohl irgendwie so ein Ding von Lenkrädern zu sein. Na, wir müssen mal warten, dass das Netzteil da irgendwie kaputt geht. Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Naja, Hauptsache ist, dass das Lenkrad jetzt wieder funktioniert. Ich hatte mir ein neues Netzteil bei Amazon bestellt. Genau. Und jetzt funktioniert das Lenkrad dementsprechend auch wieder. So, wir fahren hier einmal an die Haltestelle ran. Hi. Moin. Hi. Also kommt es mir nur so vor oder sind die Stimmen dieser NPCs irgendwie extremst laut und übersteuert? Irgendwie, also hier auf meinen Kopfhörern hören die sich extrem laut an. Ich weiß nicht. So, was ist das denn jetzt hier? Ist das irgendwie, scheint irgendeine Art von Stau zu sein. So, jetzt. Ja, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen und wir werden vielleicht davon auch noch mehr sehen später. Diese Linie hat noch irgendwie ein paar Fehler. Also es kann manchmal sein, dass hier schwarze Objekte, genau, so wie hier, jetzt gerade rumfliegen und dann wieder verpuffen, so wie jetzt. Die haben keine Kollision, ich weiß nicht, das hat vielleicht was mit der Unreal Engine auch zu tun. Ja, aber das kann hier auf der Linie noch passieren. Wahrscheinlich kommen da noch später noch mehr Updates oder so, keine Ahnung. Aber ja. So, wir müssen jetzt gleich links abbiegen. Ja, auf der Linie fahren, glaube ich, in Realität keine E-Busse. Ja, ich habe das vorhin gegoogelt. Dort habe ich größtenteils Bilder von Doppeldeckern tatsächlich gefunden. Und sonst halt die normalen Eindecker quasi. Aber ja, E-Busse habe ich da nicht gefunden. Ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht, ob hier auch mal E-Busse gefahren sind oder nicht. Aber ich gehe davon aus, wahrscheinlich eher nicht. So, ich mache tatsächlich aus Reflex immer die hintere Tür zu. Das liegt daran, dass das Spiel bei mir so eingestellt ist, dass die hintere Tür sich quasi automatisch öffnet, sobald die hinten ein Haltewunsch getätigt wurde. Allerdings mache ich das aus Reflex so, dass ich beide Türen immer aufmache. Und in dem Moment, wo die automatische Tür dann quasi aufgeht, mache ich sie wieder zu. Aber naja. So. Ja, auch hier beim E-Citaro muss man natürlich sagen, hier ist man ruckzuck auf den 50 km/h. Der Bus hat wirklich eine unfassbar gute Beschleunigung. Beziehungsweise eine sehr starke. Dementsprechend ist man hier auch leicht manchmal, also leicht und schnell über dem Speedlimit. Zum Beispiel hier können wir jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Gas geben und über diese gelbe Ampel bzw. fast schon rote Ampel rüberziehen. Genau. Wodurch man merkt, dass es halt ein E-Bus ist mit E-Motor. Denn bei den anderen Bussen, zum Beispiel bei dem Doppeldecker, der ja auch deutlich schwerer ist und einen Dieselmotor hat, dieser hat wiederum eine deutlich schwächere Beschleunigung. So, dann haben wir die Türen auf. Warum wollt ihr denn jetzt nicht einsteigen? Na, jetzt. So. Ja, die hintere Tür noch. Okay, dann weiter. Ja, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich wieder mal der Letzte, der hier zu dieser Linie ein Video macht. Die Linie ist, glaube ich, vor 4 oder 5 Tagen erschienen. Vielleicht auch vor 6, keine Ahnung. Also sie ist jetzt schon ein paar Tage alt.
Ja, allerdings wollte ich sie euch trotzdem, ja, deswegen nicht vorbehalten, quasi. Franklinstraße. Genau. So, wir warten hier nochmal auf die rote Ampel. In der Zeit wollte ich kurz was schauen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass meine Sitzperspektive ein bisschen komisch verstellt ist. So. Ja, so ist deutlich angenehmer. Perfekt. Wer sich jetzt wundert, wie ich das gemacht habe, ihr könnt einfach Tab drücken und hier könnt ihr alle HUD-Elemente ein- und ausblenden und auch den Sitz verstellen. So. Dann kommt hier die nächste Haltestelle. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie den Bug, dass hier in dem, ja, bei der Fahrt immer Hilfstipps quasi angezeigt werden. Die kriege ich allerdings nicht weg, auch wenn ich diese Tipps befolge, bleiben sie stehen. So steht jetzt die ganze Zeit im Video Klimaanlage einschalten mit G. Wenn ich jetzt G drücke, passiert nichts. So, keine Ahnung. Ist mir nur nebenbei aufgefallen. So, wir müssen jetzt hier einmal gleich ein bisschen links. Altmoabit, Gotzkowski-Straße. Ja, dieses Repaint, was ich hier installiert habe, bringt uns, wie gesagt, das realistische Sitzmuster und Mercedes-Sterne sowie weitere Icons in den bzw. auf den Bus. Hier drin ist allerdings ja quasi eigentlich ein falsches Logo. Das ist hier wirklich ein sehr veraltetes Mercedes-Logo, beziehungsweise der veraltete Mercedes-Stern, sage ich mal. In Realität ist hier der, ich sag mal, ja, Standard Mercedes-Stern drauf, der auch aktuell ist. Also so, wie man ihn auch auf anderen Mercedes-Autos zum Beispiel sieht. Und halt zum Beispiel auch interessant, ja, diese Sticker hier vom Bund. Ja, und diese typischen Sprüche, die die BVG ja manchmal auf die Busse macht. So. Dann geht's einmal weiter. Wir blinken links raus. Und fahren los. So. Ja, es soll ja in Zukunft natürlich noch mehr Updates für The Bus geben. The Bus befindet sich ja in der Early Access Phase, Phase 2. Die Early Access geht jetzt schon 2 Jahre lang tatsächlich. Also krass, wie schnell die Zeit vergeht. Einer meiner ersten Videos war damals tatsächlich auch zu The Bus. Ja, und jetzt ist das Spiel quasi schon 2 Jahre alt. Ja, es passiert mal mehr, mal weniger, sag ich mal. Also oft ist es so, dass es dann, ja, größere, zumindest nach meinem Empfinden, größere, ich sag mal, Pausen gibt, wo es dann kleinere Updates gibt. Und dann wiederum größere Updates mit viel neuen Content. Genau. Und unter anderem war das letzte Update, wie gesagt, eines dieser größeren Updates, wo dann halt auch, wie gesagt, diese neue Linie und viele Patches sowie Neuerungen enthalten waren. Altmoabit, Rathaus, Tiergarten. Ja, hier hat man die Ansage gerade so ein bisschen gehört. Das ist mir gerade beim Testen, der wird doch hier wohl nicht... Na, der zieht hier uns echt rein. Das ist mir beim Testen der Linie gerade schon aufgefallen. Huch, was ist denn da los? Ui. Die flackert hier irgendwie rum. Ah, jetzt hat sie's. So. Ja, ist mir beim Testen der Linie aufgefallen, dass, die Ansagenstimme hier Altmoabit ein bisschen, ja, ich sag mal, falsch betont. Das ist jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ist mir trotzdem irgendwie aufgefallen. Also es heißt nicht Altmoabit, sondern tatsächlich Altmoabit. So, jetzt haben wir hier echt so einen kleinen Stau. Wahrscheinlich ist da vorne irgendeine Ampel oder so.
Aber wie gesagt, ich bin echt gespannt, was in der Zukunft mit The Bus noch passieren wird. Es stehen ja noch wirklich große Releases an, sage ich mal. So soll unter anderem auch der VDL, den die BVG ja besitzt, erscheinen. U-Bahnhof Turmstraße. Ja, und vor allem bin ich gespannt im Bereich Modding. Vor einiger Zeit wurde ja der Map-Editor für das Spiel veröffentlicht. Im Epic Games Store kann man sich den runterladen. Und ja, aktiv weiß ich von einem Projekt tatsächlich. Dort baut jemand die Karte Oberhavel, glaube ich. Ja, da bin ich auf jeden Fall echt gespannt drauf. So, warte mal, da hätte ich jetzt in den Spiegel gucken müssen. Naja, aber es wird in der Zukunft quasi möglich sein, beziehungsweise es ist jetzt schon möglich, dass ja, von der Community erstellte Maps veröffentlicht werden können. Ich glaube auch hier im Steam Workshop. Und dann auch relativ einfach gespielt werden können. Und da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, wann die ersten Karten dort rauskommen. Ja, und gegebenenfalls werde ich sie auch dann hier auf dem Kanal zeigen. Naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Also ich habe ja echt das Gefühl, dass die NPCs mit dieser Linie noch irgendwie ein großes Problem haben. Da, wir haben sie ja vorhin gesehen, die eine flackerte da in der Wand, die anderen spawnen gerade beim Einsteigen erst. Oder so wie diese hier, machen auch Probleme. Aber gut, das wird hoffentlich alles noch später in Updates behoben, beziehungsweise in Patches. So, ich glaube, der Ichitaro hat hier tatsächlich auch... Ich weiß nicht, er hat irgendwie zwei, nicht Tacho-Scheiben, aber, ja, ich sag mal, Anzeigen im Tacho. Ich vermute mal, dass das eine Meilen sind, also... Ah ja, genau, km/h und mph. Weiß ich nicht, ob das in Realität bei der BVG auch so ist. Aber auf jeden Fall ganz interessant, dass man hier beide Geschwindigkeitseinheiten sehen kann. Ja, finde ich ganz nett. So. Hi. Hallo. Hallo. So, und dann geht's auch gleich weiter, beziehungsweise müssen wir hier einmal noch an der roten Ampel warten. Aber ich muss schon wirklich sagen, also optisch gefällt mir The Bus wirklich auch durch das Update auf die Unreal Engine 5 wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl zumindest, dass seit dem Update auf die Unreal Engine 5 diese teilweise wirklich viel zu starke Überbelichtung weg ist. Und ja, dass so ein allgemeiner... ganz leichter Bloom-Effekt quasi auf dem Bild liegt und das gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt gerade sind wir hier im Sommer unterwegs bei relativ klarem Himmel und das, ich sag mal, Feeling davon kommt auf jeden Fall schon ganz gut rüber. Genau. Allerdings habe auch ich, wie immer, ein bisschen Kritik an ja, gewissen Dingen. Hier zum Beispiel im Spiel einen relativ großen Kritikpunkt sehe ich tatsächlich ja, am Scania Citywide. Ich sag mal, früher zu Release hat er mir tatsächlich sogar besser gefallen als heutzutage. Denn die Lenkanimation, also die Animation, wie weit hier das Lenkrad sich dreht, ist bei diesem Bus irgendwie deutlich kleiner als bei den anderen. Zudem ist die Fahrphysik und der Sound einfach tatsächlich aus meiner Perspektive... Naja, jetzt nicht das Schönste. Also so schwimmt der Bus wirklich extrem auf der Straße. Na, fährt er oder lässt er mich? Der lässt mich, das ist doch nett. Ja, so schwimmt der Bus halt regelrecht auf der Straße. Naja, der Sound gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Und dadurch, dass der Bus halt generell so schwimmt und diese eingeschränkte Lenkanimation hat... fällt es mir tatsächlich relativ schwer, den Bus wirklich ernsthaft zu spielen, beziehungsweise ihn auch oft zu fahren, da er mir persönlich halt wirklich irgendwie nicht so viel Spaß macht. Das liegt wie gesagt halt nicht daran, dass ich irgendwie den Scania an sich nicht mag,
sondern einfach daran, ja, dass der für mich halt einfach so ein paar Fehler hat, die ich ja, halt nicht so gerne habe, quasi. Ah, jetzt habe ich schon wieder hinten die Tür geschlossen, ne? So, dann fahren wir einmal weiter. Wir ordnen hier uns mal links ein, weil ich glaube, wir müssen nämlich vorne links abbiegen. Genau. So, dann setzen wir mal den Blinker. So. Und dann bewegen wir uns tatsächlich jetzt in Richtung Hauptbahnhof. Lesser-Uri-Weg. Genau. Die Haltestelle ist jetzt noch nicht Hauptbahnhof, aber die darauf folgende sollte es dann sein. Und was er hier vor mir macht, weiß ich auch nicht. Der rechts im Spiegel bremst auch. Aber gut, wir versuchen jetzt mal hier irgendwie vorbeizukommen. So, hier schön auf die Busspur. Das ist doch schön. So. Dann einmal anhalten. Und Türen auf. Hi. Aha, die nächste Haltestelle scheint also auch noch nicht Hauptbahnhof zu sein. Denn hier kommt... Straße, Invalidenstraße. Genau, hier kommt noch eine. So. Hi. Und dann jetzt aber wirklich zum Hauptbahnhof. Naja gut, davor nochmal vor einer roten Ampel anhalten. So, ja, man sieht es jetzt schon hier am Hauptbahnhof. Herrschen teilweise tatsächlich realistische Zustände, sage ich mal. Wir werden es gleich genauer sehen, wenn wir ja, dort vorbeifahren natürlich. Aber am Hauptbahnhof wird tatsächlich gefühlt ständig irgendetwas gebaut. Ja, nach meinem Gefühl ist es echt so, dass wenn die eine Sache fertig ist, wird das nächste direkt angefangen. Oder teilweise laufen auch ja, Bauprojekte parallel, was natürlich dazu führt, dass man ja, permanent irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist, zumindest hier, was den Vordereingang vom Hauptbahnhof angeht. Und sieht auch teilweise meiner Meinung nach nicht so schön aus. Aber gut. So, wir müssen hier auf die Mittelspur. Und dann kommt hier tatsächlich noch eine rote Ampel. So, hier ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, ich glaube, das Glasdach, was wir hier vom Hauptbahnhof sehen, dort, ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Ich glaube, das geht nicht so lang, wie es jetzt hier zu sehen ist. Aber auch schön, da fährt gerade noch eine S-Bahn ein. Aber gut, wir warten jetzt hier wiederholt darauf, dass wir fahren können. Ja, hier rechts gibt es ja einen kleinen Tunnel. Dort fährt tatsächlich auch ein Bus durch, oft sogar mit Doppeldeckerbussen. Und zwar die, ich glaube, war es jetzt die Linie M48. Ich verwechsel die Linie irgendwie immer mit dem M85. Aber nein, ich glaube, es ist die M48. Genau, Richtung Schöneberg sieht man noch oben auf dem Schild. Und ich glaube sogar, dass das offiziell ein Stück Autobahn ist, dieser Tunnel dort unten. Aber ganz interessant. So. Ja, und dann noch vielleicht eine Sache, die ich auch ganz interessant finde. Man merkt ja so ein bisschen, zumindest habe ich so das Gefühl,
The Bus ist zwar ziemlich belebt, aber es könnte... Jetzt habe ich der Frau hier vor der Nase die Tür zugemacht. Ah, nochmal auf und jetzt geht's los. Ich finde trotzdem, es könnte noch etwas belebter sein teilweise. Und ich glaube, das ist der Aspekt, dass die, dass der KI-Verkehr von Bussen fehlt. Der soll ja früher oder später auch dazukommen. Und den wünsche ich mir auch wirklich sehr. In die Richtung gab es schon eine kleine Sache, und zwar, wenn man sich den Betriebshof hier im Spiel anschaut, dann stehen seit einem, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Update es war oder welcher Patch es war, aber seit irgendeinem Patch oder Update gibt es jetzt Busse, die auf dem Betriebshof rumstehen. Die bewegen sich nicht, die fahren auch nicht. Ich glaube sogar, man kann mit diesen Bussen nicht mal interagieren, aber sie stehen zumindest da und das sieht schon optisch echt cool aus. Ja, und ich glaube, noch besser wird es dann, wenn wir endlich hier KI-Busverkehr haben. So. Ich würde jetzt hier mich gern einmal links einordnen, aber wir haben hier ziemlich viele Autos. Dann versuche ich mich mal hier reinzudrängeln. So. Genau. Perfekt. Ja, hier links fährt auch die Straßenbahn. Die soll ja auch irgendwann als KI hier auch im Spiel quasi rumfahren. Und da bin ich auch echt gespannt, wie das dann aussehen wird. Invalidenpark. Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann auch wiederum teilweise ziemlich voll auf den Straßen werden kann. Wenn ich mir vorstelle, wie viel KI-Verkehr wir hier jetzt schon haben. Wenn dann noch der Busverkehr quasi dazukommt und der Straßenbahnverkehr. Naja, und vor allem, wie die KI sich zur Straßenbahn auch verhalten wird. Denn man sieht ja hier, die Straße fährt quasi oder ist quasi auf den Schienen der Straßenbahn unterwegs. Und wie sich dann Straßenbahn und KI-Verkehr in die Quere kommen, bin ich gespannt auf, wie das umgesetzt wird. Aber gut, das werden wir alles sehen. Ja, theoretisch könnte ich natürlich hier jetzt schon die Türen öffnen. Aber wir sehen quasi dort vor uns auf dem Boden so einen blauen Kasten. In diesen müssen wir erst reinfahren. Ich glaube, dann erst dann wird die Station richtig erkannt. Deswegen warte ich hier nochmal kurz, bis wir zumindest ein Stück, genau, theoretisch jetzt. Aber wir können auch nochmal ganz vorfahren. So. So, und dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Beziehungsweise auch eher nicht, denn wir stehen jetzt hier gefühlt echt zum 100. Mal an der Ampel. Aber gut, das ist Berlin, so kennt man es. Ja, ich glaube, hier müsste auch irgendwo in der Nähe das Robert-Koch-Institut sein. Also das ist ja hier der Robert-Koch-Platz. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das hier irgendwo in der Nähe ist. Allerdings habe ich tatsächlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Ampelphasen hier so... also wir stehen jetzt hier schon etwas lange an der roten Ampel für meinen... Gefühl. Vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht lag es jetzt daran, dass wir in dieser Folge wirklich an vielen roten Ampeln mal wieder halten mussten. Aber naja. Robert-Koch-Platz. So. Dann biegen wir hier einmal rechts rein. Hier wird es nochmal ein bisschen enger. Aber der E-Citaro hat ja einen wunderbaren Lenkradius. Dementsprechend kommen wir hier auch ganz leicht rum. So, dann müssen wir hier jetzt einmal nochmal kurz rechts abbiegen. Einmal hier rum. Zack, und dann ist auch hier überraschenderweise auch direkt die Haltestelle.
Und das sollte dann auch tatsächlich unsere Endstation hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, das war's wie gesagt. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Das kenne ich persönlich auch noch nicht. Können wir jetzt hier uns irgendwie reinstellen? Das scheint ein Park- oder Pausebereich zu sein. Ah, dann stellen wir uns mal hier rein. So. Ja, dann würde ich sagen, war's das erstmal mit der Folge. Ich muss sagen, mir gefällt die Linie 245 auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin gespannt, wie es mit The Bus weitergeht. Ja, und da bedanke ich mich wie immer, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Habt noch einen wundervollen Tag. Haut rein. Bis dahin. Ciao.